Gedacht, es wär so einfach, das wär's hinter mir. Krieg ich jetzt mal meine Rente, ja, dann kann mir keiner mehr. Nie mehr Morgentriumphen auf in keinem Bahnhof stehen. Statt sich einfach, wie es hier sein wird, noch bis Mittag auszupennen. Ja, jetzt fängt das Leben erst so richtig ein. Doch manchmal kommt es anders, als man denken kann. Endlich in den Urlaub fahren, Mann, wie hab ich das gehasst. Immer erst den Chef zu fragen, wie es ihm am besten passt. Und dem Arzt was vorzuspinnen, ohne wirklich krank zu sein. Um eine Woche blau zu machen, alles für einen Krankenschein. Aber jetzt erst fängt das Leben erst so richtig an. Doch manchmal kommt es anders, als man denken kann. Doch der Traum vom schönen Leben war nach einem Jahr schon aus. Denn seit Montag vor der Woche ist auch meine Frau zu Haus. Sie bestimmt allein, wo es lang geht und was wir im Fernsehen sehen. Und bei Schwachsinn wie Big Brother kann ich an die Decke gehen. Ja, ihr fängt das Leben erst so richtig an. Doch manchmal kommt es anders, als man denken kann. Früh um 6 wird aufgestanden, Morgenstund hat Gold im Mund. Und wir joggen um die Wette, denn Bewegung ist gesund. Und dann muss ich Brötchen holen, bitter dann Kartoffeln schälen. Ja, ich sag euch, selbst um Arbeit musste ich mir nicht so quälen. Erst dachte ich, fängt das Leben erst so richtig an. Doch manchmal kommt es anders, als man denken kann. Gestern Abend kam ein Kumpel, komm, wir gehen reich auf ein Bier. Doch da rief schon meine Alte, nee, du bleibst gefälligst hier. Denn heute kommt die dritte Staffel, Deutschland sucht den Superstar. Vielleicht könnt ihr es verstehen, wie peinlich mir das war. Und ein bisschen kann ich alle fast verstehen, die selbst mit 70 Jahren noch immer knuffen gehen. Dankeschön. Haltet die Ohren live flapp. Alles Gute. Euer Mater Ernie. Tschüss. Achso, ja. Falls ich nicht mehr hier hochlade, wahrscheinlich nicht, wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest. Alles Gute war und viele Schenke natürlich. Und ja, und viel wichtiger ist ja der Weltfrieden. Da reden wir mal von Syrien und dann von den ganzen Migranten, aber wir vergessen, dass wir in Europa einen Krieg haben. Russland und Ukraine. Und da gibt es täglich Tausende von Toten. Weil zumindest sind schon mehrere, also täglich wird ich nicht genauer, aber es ist ein Wahnsinn, was da passiert. Und das dicht vor unserer Haustür. Könnte ich abkotzen. Also manchmal vergeht mir das Weihnachten. Aber nichtsdestotrotz. Ja, mach's gut. Tschüss.